Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Die ein bisschen mich auf Twitter verfolgen und auch mein Let's Play gesehen haben, wissen, dass ich eigentlich was anderes spielen wollte. Aber ich habe es in keinem Laden in meiner Nähe gesehen, also gefunden. Und ich will es mir nicht im eShop drunter laden, weil alle Spiele, die ich mir irgendwie physisch kaufen kann, kaufe ich mir auch physisch. Da bin ich etwas eigen. Und deswegen habe ich mir gedacht, spielen wir jetzt Broken Age, weil es, ich kenne es schon, ich habe schon Let's Play dazu gesehen, aber es ist jetzt schon ein bisschen her, also ich erinnere mich nur grob an die Story, aber nicht mehr an das, was man tun muss. Aber ich weiß, dass es ein sehr schönes Spiel ist mit einer sehr interessanten Geschichte und deswegen würde ich sagen, legen wir auch gleich mal los. Ja, neues Spiel, Platz 1, Platz 2. Ich glaube, ich nehme Platz 1. Ich kann auswählen, scheinbar, mit wem ich jetzt spielen mag. Und ich hatte jetzt einfach gesagt, wir fangen mit ihr an. Ach so, Gott, ich wusste nicht, ich dachte, es passiert noch irgendwas und ich sitze so da. Ich schätze, es ist Zeit, sich um die Cupcakes zu kümmern. Oh ja, Cupcakes sind immer gut. Ja, Cupcakes wären jetzt was. Da hätte ich auch Lust. Oh, ich mag die Steuerung. Sie haben es so gemacht wie bei Baphomets Fluch und nicht wie bei Geheimakte. Okay, ein Baum. Ja, okay, ich komme zu dir. Du nervst ja so sehr. Nein, sie ist süß. Schon Sorgen gemacht. Dachtest du, ich krieg kalte Füße? Nein! Ich weiß, dass du vor nichts Angst hast. Ich meine, wovor sollte ich Angst haben? Das ist eine große Ehre. Genau! Warte, ich bin mir nicht sicher, ob du das ernst meinst. Naja, da ist eine Sache, die mir echt Angst macht. Was ist das? Ich habe Angst davor, dass du nichts zu essen bekommst, weil ich vor dir beim Maidenmahl bin. Träum weiter! Okay, das heißt, scheinbar ist heute irgendeine Art Fest. Ich weiß natürlich noch welches. Aber ich will das hier niemanden vorwegnehmen. Ja, ich komme. So. Zuckerdosendorf. Das süßeste kleine Dorf aller Zeiten. Ja, ist wirklich süß. Ja, ich komme doch schon. Alles gut. Hallo? Licht? Wow. Hurra! Da ist ja meine Veloria. Oh, schaut euch nur mein wunderschönes Mädchen an. Ich kann's nicht glauben. Ich kann's einfach nicht glauben. Wir sind sehr stolz auf dich. Ich denke, das ist es, was deine Mutter sagen wollte. Oh, sie ist noch nicht einmal angekleidet? Können wir das nach dem Kuchen erledigen? Komm schon, zuerst Kuchen. Na gut, aber jetzt beeil dich. Bringen wir den ganzen Spaß hinter uns. Oh ja, Kuchen. Wo habe ich denn das Messer hingelegt? Keiner fasst den Kuchen an, bevor ich das Zeremonienmesser gefunden habe. Ja. Zeiger positionieren. Ja, danke für die Hilfe. Musste ich ja davor auch schon die ganze Zeit machen. Also, irgendein Fest ist und es gibt Kuchen. Und ich will den Kuchen jetzt sofort essen, bitte. Ich hoffe, dass das Kleid nicht maßstabsgetreu ist. Wie soll ich mich denn in sowas bewegen? Das ist eine gute Frage. Wir... Glückwunsch. Aber Geburtstag hat sie ja nicht, sonst, oder? Sonst hätte die Familie eher Happy Birthday gerufen. Oder?
Vielleicht ist das Messer unter diesem Handtuch. Ha, das wirst du nie finden. Ich hoffe, dass du das Messer nicht versteckt hast. Zu deinem eigenen Besten. Also ich glaube ja fast, Opi hat das Messer versteckt. Fass die Runden nicht an. Mama hat die nur für mich gemacht. Wirst du die alle essen? Ich hatte bereits 6 davon. Das erklärt so einiges. Ich will auch. Ah. Wo würde ich denn... Ja, okay, aber damit kann ich jetzt nicht viel machen. Ach, können wir die ganze Zeit zu ihm eigentlich switchen? Ich glaube ja, aber ich will das jetzt nicht. Ich würde sagen, wir quatschen mal mit, ich denke, unserem Papa. Es gibt wahrscheinlich kein anderes Messer, das wir benutzen könnten. Doch, ich habe eins. Aber deine Mama hat ein besonderes mitgebracht. Sie will, dass an deinem Ehrentag alles perfekt ist. Mhm. Aber Ehrentag klingt doch mehr nach Geburtstag. Weißt du, wo Mamas Messer ist, Rocky? Wenn ich das wüsste, würden wir jetzt alle Kuchen essen. Ich glaube, das bin eigentlich ich. Ich meine, sie isst ganz viele Cupcakes und sie will die ganze Zeit Kuchen. Das kann nur ich sein eigentlich. Sie schaut halt null aus wie ich, aber... Levina? Was ist los, Mädchen? Ich habe Auswahl. Hast du eine Ahnung, wo Mamas Messer ist? Kann ich über das Meiden mal fragen? Oh ja, das wollen wir ja eigentlich wissen, was das ist. Kann ich über das Meiden mal fragen? Hast du in der Meiden-Ausbildung nicht aufgepasst? Oh. Also wie viele hast du... Was ist... Oh Gott, wo kommen die Geschöpfe überhaupt her? Oh, ja, was ist das? Ist Mok Chodra. Der letzte in einer langen, vornehmen Reihe großer Moks, die unsere Ländereien besuchen. Vornehm? Naja, alles, was so lange lebt, wird irgendwann vornehm. Ich meine, schau mich an. Ja, Omi, du bist super vornehm. Wo kommen die Geschöpfe her? Wo kommen Geschöpfe wie Mok Chodra überhaupt her? Sie kommen aus den Ländern hinter dem Pestdamm. Ja, aber wer ist denn dieser Mok Chodra? Habe ich es richtig ausgesprochen? Was wisst ihr? Was wissen wir über diese großen Moks? Die großen Moks haben unsere Ländereien seit jeher besucht. Sie bleiben jahrelang in der Wildnis verborgen und dann kommen sie heraus, um zu fressen. Nachdem sie gefressen haben, kehren sie in ihr Land zurück und wir denken, dass sie sich dann paaren. Du denkst wirklich an sowas? Naja. Gut. Ich weiß immer noch nicht alles, aber okay. Viele dieser Festmähle hast du schon organisiert? Mal sehen. Ein neuer großer Mob erscheint alle 14 Jahre. Ich habe 6 davon gesehen, also... Hey, willst du etwa herausfinden, wie alt ich bin? Das wirst du nie erfahren. Ach, sie ist doch ganz jung. Sie ist maximal 112. Ich möchte über den Pestdamm hinausreisen. Das ist verboten, aber vielleicht hast du Glück und wirst bald in Mok Chodras Magen dorthin gebracht. In seinem Magen. Hat sie Magen gesagt? Das klingt nicht gut, aber ihr Hut ist ziemlich cool. Man hat immer was zu essen dabei, wenn man diesen Hut aufhat. Warum ich? In jedem Dorf, das von einem Mok besucht wird, wählen die Dorfbewohner die Maiden aus, die die besten Seiten ihres Dorfes repräsentieren. Bei dir habe ich keine Ahnung. Oh, okay, danke. Mok Chodra greift andere Dörfer an? Natürlich. Wolkenheim hatte sein Maidenmahl gestern. Daher wissen wir, dass er als nächstes hierher kommt. Es ist echt schwer, mit ihnen gleichzuziehen. Tolle Arbeit mit den Federn. Okay, ich denke, ich weiß jetzt alles, was ich über das Meidenmal wissen wollte. Du musst einfach nur hübsch in deinem Kleid aussehen. Wir kümmern uns um den Rest. Okay, ja, stimmt. Wieso bekämpfen wir den nicht, wenn er scheinbar so böse ist? Warum bekämpfen wir Mok Chodra nicht einfach? Schweig! Solches Gerede könnte das Meidenmal ruinieren. Wenn du das Mal ruinierst, wird Mok Chodra dieses Dorf mitsamt deiner Familie vernichten. Willst du das etwa? Nein. Aber man kann doch nicht einfach alles mit sich machen lassen. Mein Opa scheint sich nicht sehr über das Mal zu freuen. Dein Opa stammt aus einer anderen, schlechteren Zeit. Deine Oma war auch so. Möge sie in Frieden ruhen. Nicht alle Dorfältesten sind so hip und am Puls der Zeit geblieben wie ich. Ach, du bist gar nicht unsere Oma. Alles klar.
Gut zu wissen. Hast du eine Ahnung, wo Mamas Messer ist? Wir sind spät dran. Wenn ich es wüsste, hätte ich den Kuchen angeschnitten, ihn hier in den Rachen gestopft und wir wären schon längst auf dem Weg. Ich suche besser nach dem Messer. Und beeil dich. Wenn wir zu spät sind, wirst du nicht ausgewählt und deine Familie wird entehrt. Oh, irgendwie war jetzt, sie hat noch geredet, aber die Sequenz war vorbei. So, okay. Mama, ich habe mich gefragt, was wäre, wenn wir das Monster bekämpfen, anstatt es zu füttern? Das klingt nach meinem Mädchen. Das ist das Beastenderblut in ihr. Bitte, meine Lieben, mach das nicht schwerer, als es eh schon ist. Okay, also scheinbar, Monster wird uns essen. Und die feiern es mega ab und machen fette Party. Wie kann die Mutter und wie kann der Vater, wie können die alle so glücklich sein, weil sie wird, so wie es aussieht, sterben. Ich finde das krass, das kann man doch nicht so feiern, so yippie, unsere Tochter wird gegessen von einem Monster. Das ist doch irgendwie traurig. Also, wenn sie meine Tochter wäre, wäre ich super traurig und würde wahrscheinlich weinen die ganze Zeit. Okay, wir quatschen mal mit unserem Opa, weil dem scheint es ja scheinbar auch nicht so zu gefallen. Opa Beastender? Weißt du, wo Mama... Naja, das fragen wir am Ende. Warum bist du so grummelig, Opa? Weil wir etwas feiern, das alles in den Schmutz zieht, wofür dieses Dorf einmal stand. Ja, um ehrlich zu sein, bin ich mir auch nicht so sicher, was dieses Maidenmal betrifft. Dann kämpfe, Mädchen! Zeig ihnen, aus welchem Holz du geschnitzt bist! Ich hoffe, dass du das Mädchen nicht mit Unsinn verwirrst, Bommel. Warum hast du das Maidenmal, Opa? Das finde ich offensichtlich. Weil das hier einmal ein Dorf von Kriegern war. Das ist alles ein schlechter Witz, Mella. Warum haben wir das Kriegerleben aufgegeben? Gute warum Frage. Haben wir das Kriegerleben aufgegeben? Levena Kletsch und ihresgleichen. Sie meinten, dass es zu viel Blutvergießen gegeben hat. Wollten einen anderen Weg gehen. Also gaben wir nach. Und wurden ein Dorf von Bäckern. Ist ja... langweilig, Bäcker, pff, ich will lieber kämpfen. Hey Opa, willst du einen Cupcake? Ja. Sehr gut. Weißt du, wo Mamas Messer ist? Wenn ich's wüsste, würde ich's dir nicht sagen. Ich will nichts mit diesem Schandmal zu tun haben. Ich suche besser nach dem Messer. Wag dich, das habe ich mit Absicht versteckt. Du hast was? Och, nichts. Naja, war ja offensichtlich, dass er es versteckt hat. Opa Beastender? Achso. Hey Opa, willst du einen Cupcake? Ich suche besser nach dem Messer. Gut. Opa Beastender? Nein! Hey Opa, willst du einen Cupcake? Ich suche besser nach dem Messer. Ich dachte, weil wir jetzt hier so... dass wir hier noch irgendwas anschauen können. Weil wir können ja nur ihn irgendwie andatschen. Achso, er will ein Cupcake. Ich dachte, wir haben ihm den automatisch gegeben. Für mich? Ja, klar. Nein. Nein, Mama hat gesagt, dass du keine kriegst. Ich will ihn dir nur zeigen. Voll der Bitch-Move. Komm. Nein, Mama hat gesagt, dass du keine kriegst. Ich will ihn dir nur zeigen. Ach, ich wollte den eh nicht. Wolltest du doch. Für mich? Ja, na gut. Für dich, Opa. Da lass ich mich nicht lumpen. Okay. Opa Beastender? Ich suche besser nach dem Messer. Ah, oh Gott, ich bin da auch so doof. Okay, wir holen mal. Wir holen mal noch einen Muffin. Klar, sollte ich sagen, wollen wir ihn teilen. Warum nicht? Dann holt er den Messer raus, das Messer raus. Und dann sagen wir, ha, da ist das Messer. Yippie. Für mich? Sollen wir ihn teilen? Geht klar! So ein Idiot. Also, süßer Opa, aber wobei, nicht so klug. Eigentlich kannst du auch das ganze Ding haben. Wie du willst. Also, wo habe ich das Ding denn hingeräumt? Welches Ding? Nichts. Ich habe nichts gesagt. Gut, Messer haben wir. Auf zum Mutti. Mutter, ich steche dich ab.
Oh, ich habe daneben geklickt. Dieses dumme Messer versaut den Ehrentag meiner Tochter. Na gut dann, Zeit mich anzurichten. Aber zuerst wollte ich noch ein letztes Mal fragen. Schatz. Warum töten wir Mock Chotra nicht einfach? Hört, hört! Ach, Schatz. Wir werden deinen Sinn für Humor wirklich vermissen. Ja, aber irgendwie traurig bist du nicht. Du lachst sie nur aus. Ich würde darum kämpfen, dass meine Tochter nicht stirbt. Ein majestätischer Anblick. Oh, beeindruckend. Machtvoll. Mysteriös. Aber Mock Chotra ist mehr als das. Gnädig und edelmütig. Sorgt Mock Chotra für die Sicherheit unseres Dorfes. Dafür verlangt er nur, dass er im Vorbeiziehen ein paar unserer schönsten Blüten pflücken darf. Bitte komm, Mock Chotra, und wähle. Willkommen zum Weidemahl. Zeig ihnen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Er wird dich auswählen. Das ist einfach nicht richtig. Also wirklich, vor allem so, er wird dich auswählen, so ein Schmarrn. Du würdest doch nicht wollen, dass deine Tochter stirbt. Hey, ich habe einen Plan. Danke, aber ich habe schon einen Plan. Ich werde Mock Chotra mit meiner perfekten Figur anlocken und auch ewig als Heldin verehrt werden. Na dann, viel Glück. Ja, ach, was auch immer. Oh Mann. Wenn das Monster nah genug ist, kannst du ihm mit deinen Kerzen die Augen verbrennen. Lenk mich nicht ab. Ich habe eine echte Chance, hier zu gewinnen. Tut mir leid. Aber oh Mann, solche Idioten. Ja, du machst mich hungrig. Das ist... Ich versuche, Mock Chotra hungrig zu machen. Diese Mädels haben echt keine Ahnung. Die denken, dass es attraktiv ist, ein Hungerhaken zu sein. Mhm. Hey, wie wär's, wenn wir hier abhauen? Du willst uns nur dazu bringen, damit du das Mal gewinnst. Tja, aber nicht mit mir. Ich bin hier, um zu gewinnen, Schätzchen. Ja, wenn du gewinnst, bist du tot. Was ein Scheiß. Würdest du etwas im Tausch gegen ein Bissen von dem Schlegel haben wollen? Was hast du denn? Brauchst du ein Handtuch? Nein, man hat uns im Mädchenpensionat beigebracht zu essen, ohne sich voll zu schmieren. Ich warne dich, Bussard. Ich werde dir die Federn ausrupfen, wenn du noch einmal meinem Essen zu nahe kommst. Wie wäre es mit der Genugtuung, einer deiner Mitmeinen geholfen zu haben? Klingt gut. Aber nicht mal halb so befriedigend wie dieser Schläge. Vergiss es. Gut. Ich wollte nur viel Glück wünschen. Tschüss. Ich glaube, wir brauchen irgendwie was, das wir ihr geben können. Hey, hat das Kostüm irgendwelche Dornen, die wir als Waffen benutzen könnten? Die hat es, aber die sind aus Schokolade. Aber ich akzeptiere meine edle Würde. Nicht mit Besorgnis, sondern mit Freude. Ich gebe mein Leben für das Wohlergehen unseres Dorfes. Nein, ich gebe mein Leben. Nein, ich... Herrje. Gnädiger König Mock Chotra, hier drüben? Nein, hierher, oh Großartiger. Ich bin die, für die Sie so weit hergereist sind. Hier drüben, ich blühe für Sie. Seht ihr, er wird von der Flamme angezogen, wie eine gewaltige Motte. Was? Niemals, er kommt in meine Richtung. Bitte seien Sie nicht zu voreilig in Ihrer Entscheidung, mein Fürst. Oh ja, lassen Sie sich Zeit. Wägen Sie alle Ihre Möglichkeiten ab und entscheiden Sie dann nach sorgsamer Überlegung. Oh.
Darf ich wieder? Okay. Bevor wir hier weiter gegen... Okay. Mock... Oh, kann ich jetzt über Pause machen? Also, bevor wir weiter gegen Mock Chocotroll kämpfen, werde ich eine kleine Aufnahmepause machen, damit ihr heute noch eine Folge bekommt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.